In dieser Ausstellung sieht man neuere Arbeiten von Francisco Serra, der ja 1977 in Chile geboren wurde. Es ist seine erste größere Museumsausstellung. Ja, Francisco Serra hat eine absolut stupende Maltechnik, nämlich eine Art fotorealistische Malerei. Das unterscheidet ihn natürlich vom meisten, was im zeitgenössischen Bereich passiert. Man bekommt vor allem neue Arbeiten zu sehen, die ich größtenteils speziell für diese Ausstellung gemalt habe. Oft habe ich Modelle, die ich entweder finde oder selber bastle, und die wiederum fotografiere ich, und nachher benutze ich diese Fotografien, um die Bilder zu machen. Also es ist eigentlich ein ziemlich vertrackter Prozess von eigentlich einer Kugelschreiberzeichnung bis zu einem großformatigen Bild. Auf seinen Bildern sieht man Dinge, die einem alltäglich bekannt scheinen. Aber sobald man genau hinschaut, fällt man durch die Ritzen im Parkett. Es ist eine andere Welt, es ist eine surreale Welt. Es sind Dinge, die uns eigenartig vorkommen. Und dann sind wir wieder sehr stark im Zeitgenössischen. Ich habe nur Lieblingsbilder hier, aber eines ist natürlich zum Beispiel das, vor dem ich jetzt gerade zufällig durch Sie platziert wurde, ist ein wunderbares Werk, eine Arbeit, die eine sehr komplizierte Geschichte hat, beginnt mit einer Kugelschreiberzeichnung, dann wird es umgesetzt in ein kleines Relief und dann wird es fotografisch genau abgemalt in einem monumentalen Format, und da passieren natürlich Verschiebungen unendlicher Natur. Und das ist eigentlich das Thema. Es ist mehr ein Vorwand für eine fantastische Art von Malerei, die uns unsere Wirklichkeitswahrnehmung nochmal neu anschauen lässt.